So, nachdem ich im letzten Part jetzt ausgerastet bin, gehen wir mal wieder ein bisschen gemütlicher wieder in den Part rein. So, wir haben ja im letzten Part jetzt endlich geschlagen. Wenn auch sehr dramatisch, und jetzt können wir uns mit dem Boss des Teams duellieren. Drücke den Y-Knopf. Okay. Ach nee, das ist wieder so ein Schieberätselchen. Hä? Ist doch gar nichts, oder? Da ist eine unsichtbare Wand im Weg. Oh nein. Oh je, das sieht ja ziemlich komplex aus. Hier. Es leckt auch ein kleines bisschen, weil hier sehr viel, weil hier sehr viele Sachen sind, die angezeigt werden müssen, natürlich, ne? Hä? Achso. Ah, ich kann nicht zurück wegen diesen, wegen diesem Fließband. Und wo bin ich jetzt? Achso, jetzt bin ich da oben, hä? Oh Gott, ich habe da gar keine Orientierung. Kann ich da runter? Ja. Oh Gott, ich mag sowas nicht. Hier geht's nicht lang. Aber hier geht's weiter. Na, da oben kommen wir nicht weiter. Ich verstehe nicht, warum die Entwickler so fasziniert sind von solchen Rätseln. Ich mag die nicht. Hier sind ein paar Kisten. Die können wir verschieben. Ich gehe jetzt mal so lang. Hoffentlich ist das richtig. Ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Ich probiere jetzt einfach mal so rum. Und wenn wir Glück haben, sollte das eigentlich schaffbar sein. Ah ja, sehr schön. Dann geht's hier lang. So weit, so gut. Dann, das ist irgendwie wie bei Pokémon mit diesen Stärkefelsen. Okay, jetzt muss ich außenrum nochmal zurücklaufen und den wieder zurück verschieben, die Kiste. Damit wir vorbei können. Denn wenn wir die jetzt so von oben runter verschieben, dann steht die schlecht und wir kommen dann nicht mehr dorthin, wo wir eigentlich hinwollen. Oh verdammt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, oder? Ach nee, habe ich nicht. Hier geht's sehr lang. Und wir kriegen sogar was. Ein Sternchip. Okay. Gut, ich hoffe, hier ist eine Verbindung. Nein, leider nicht. Ja, hier haben wir uns dieses jetzt eingemauert. Okay, hier können wir schon mal nicht lang. Wenn wir das hier verschieben, dann... Hä? Wie kommt man dann da vorbei? Hä? Da geht's doch nicht lang. Ich meine, man kann hier nicht das hier rein verschieben. Und auch nicht hier rein, da vorne. Sonst ist ja alles blockiert. Gibt's gar keine Möglichkeit, da reinzukommen. Merkwürdig. Ja, jetzt habe ich das hier falsch gemacht. Jetzt habe ich hier alles wahrscheinlich schon zugemauert hier. Okay, wo ist die Y-Taste? Hier. Mann, das ist ganz schön lang das Spiel. Langsam jetzt das Spiel. Okay, probieren wir es nochmal. Jetzt kenne ich mir ja schon ein kleines bisschen darin aus. Hier hoch geht's nicht, aber... Ah, hier auch nicht, okay.
muss jetzt genau überlegen, wie ich die verschiebe. Ein Verschubser und wir müssen alles nochmal machen. Lästigerweise. Ich glaube so, dann so. Dann gehen hier so hin. Kommt die dorthin. Und die kommt nach rechts. Dann können wir die hier nach oben verschieben. Und die dann nach rechts. Jetzt sind wir hier vorbeigekommen. Jetzt muss ich den hier vorbereiten, glaube ich. Den kann ich jetzt groß zur Ecke verschieben. Genau, jetzt kommen wir an diese Kiste. In der Kiste befindet sich Rocker-Outfit. Cool. Schauen wir uns das mal an. Oh, ich kann jetzt momentan nicht aufs Menü zugreifen. Da muss ich wahrscheinlich die ganzen... Ja, das muss ich das Rätsel wahrscheinlich beenden. Oh, zurück können wir jetzt nicht mehr. Na, wir haben uns eingemauert. Aber kein Problem, wir haben das hier. Ist zwar von logisch her total unlogisch, weil man eigentlich für den Rest seines Lebens dort gefangen ist. Und man eigentlich nicht neu starten kann. Aber hier ist es egal mit der Logik. Okay, haben wir noch irgendeine Kiste? Ah ja, da ist ja noch eine, genau. Ich glaube, das muss eine leichte sein. Genau. Oh nein, ist es, hier geht's nicht, aber hier vielleicht. Nein, auch nicht. Hm. Hier geht's hoch. Achso, nee, hier geht's auch nicht. Die anderen, die führen ja in die gegensätzliche Richtung. Hier ebenso. Gut, aber hier haben wir uns gar nicht richtig umgeschaut. Hä? Da kommt man doch gar nicht vorbei. Ich meine, ne? Ist hier verdreht und so. Also hier vorne, das scheint das Schwere zu sein. Das mit den Kisten ist ja schon, ist ja einigermaßen leicht. Und hier haben wir noch eine weitere Kiste. Ein Sternchip, ein weiterer, sehr gut. Oder Moment mal, wir haben hier doch hier an der Stelle schon einen Sternchip eingesammelt, oder? Heißt das, man muss das nochmal machen, wenn man... Heißt das, die Kisten werden gelöscht, wenn man hier die Y-Taste benutzt, oder wie? Nee, das kann ich mir doch kaum vorstellen. Nee, das wäre doch assig, sowas. Ich gehe jetzt mal nach links und schaue nach, ob ich mich vom Gegenteil überzeugen kann. Achso, die haben wir noch gar nicht eingesammelt. Oder vielleicht doch? Tatsache, die ganzen Kisten werden gelöscht, wenn man die einsammelt und dann Y drückt. Verdammt! Jetzt muss ich alles nochmal einsammeln. Ah, 8 Minuten für einen Arzt. Für einen Arzt, genau. Also gut, ich muss da wahrscheinlich immer wieder zurückgehen und speichern. So manuell, das ist vielleicht ein Aufwand. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht machen. Auch wenn ich das so vollständig machen möchte, wie es geht, das Let's Play, aber auf sowas habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie Lösungen im Internet gibt. Da müsst ihr einfach googeln. Ich werde das hier jetzt nicht zeigen, weil ich keine Zeit und keinen Nerv für so ein Spielchen habe. Und immer wieder zurückgehen und speichern, das ist auch albern. Also, Konami, das solltet ihr besser nicht einbauen, sowas in euren Spielen. Denn sowas ist eher unbeliebt. Klar, ist schon interessant, sowas einzubauen, aber es ist scheiße. Es ist scheiße, um es mal auf gut Deutsch sagen zu müssen. Denn man kauft sich die Spiele nicht, um Rätsel zu lösen, sondern um Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Da sind die Rätsel hier völlig fehl am Platze. So, ich ignoriere das jetzt einfach mal getrost. Und hier haben wir das oberste Stockwerk erreicht. Ah!
Oh nein! Wie konnte das denn passieren? Yusei, halt durch! Ich werde dich sofort hochziehen! Kellen! Es geht nicht! Lass einfach los, sonst wirst du auch abstürzen! Bist du irre? Ich kann dich nicht loslassen! Niemals! Ah! Ich werde dich niemals loslassen! Kellen, du bist mein Freund! Na? Ist das nicht reizend? Ihr zwei wärmt mir das Herz. Ach nee, der Anführer von denen wahrscheinlich. Ich hätte nie gedacht, dass diese Falle funktionieren würde. Und jetzt sitzt ihr beide hier drin. Genial. Aber ich frage mich, wie weit du dieses kleine Freundschaftsspiel treiben kannst. Ich muss dir nur noch ein wenig wehtun, damit du loslässt. Habe ich recht? Mist! Lass los, Kellen! Ich komme schon irgendwie klar! Ich werde niemals loslassen, und wenn es mein Ende bedeutet. Hahaha, du willst wohl den Held spielen, was? Hä? Was machst du denn hier? Oh, du bist mit dem befreundet und willst versuchen, ihm zu helfen, stimmt's? Ihr wollt also beide zusammen abstürzen, was? Nun, ich denke, das lässt sich einrichten. Janka, kein Problem. Ich habe das hier im Griff. Sorg nur dafür, dass der Typ da bleibt, wo er ist. Ich wünschte, ich könnte mich darum kümmern, aber ich habe sozusagen beide Hände voll. Also, was soll das werden? Ich möchte doch bezweifeln, dass ein Schwächling wie du das Zeug hat, mich zu schlagen. Ach wirklich? Du willst nicht weichen? Da muss ich dir wohl eine Lektion erteilen. Moment, aber zunächst muss ich speichern. Also viel Spaß euch noch, ne? Ich gehe aufs Klo. Lalalala. So, hier speichern. Bestimmt lasst das Spiel jetzt einem nicht gehen. Aus storytechnischen Gründen. Oder? Es stimmt doch so. Tatsache. Ist doch egal, ob die abstürzen. Who cares? Dann sollen sie also abstürzen. Habe ich einen Duellanten weniger, der mir Konkurrenz macht. Oder zwei in dem Fall. Ich mach dich zuerst fertig. Sonderregel. Beginne mit 4000 Lebenspunkten. Warum? Das ist unfair. 4000 Lebenspunkte weniger. Das ist doch assig. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Punkte verliere. Denn, ja, wir haben nur 4000 Startlebenspunkte. Wir beginnen schon mit einem Nachteil. Das heißt, ich muss das gleich auf alles setzen, sofort auch in den Angriff gehen. Oh nein, ein 6 Samurai-Deck. Das ist eines der stärksten Decks, die es gibt. Oh nein. Eine verdeckte Karte. Oh Gott, ich muss sofort in die Offensive gehen, weil die sind so stark, diese 6 Samurai-Karten. Die spielen auf Spezialbeschwörung. Und die Monster werden dann irgendwie durch andere Karten verstärkt. Ziemlich miese Kombination. So, ich spiele sofort regenerierende Mumie in die Angriffsposition und greife ihn sofort an. Was der verdeckt gesetzt hat, ist mir jetzt momentan egal. Ich greife ihn jetzt an! Yarisa! Gut, ich kenne die Effekte der einzelnen Samurai-Monster nicht. Sobald sich ein Effekt aktiviert, werde ich sie natürlich vorlesen. Während deiner Draw-Phase, falls du eine 6 Samurai-Monster-Karte ziehst, kannst du sie als Spezialbeschwörung beschwören. Warum? Die ist so heftig. Die ist so krass. Die ist so krass. Und er hat eine gezogen. Alter, wie krass. Yaichi. Wo spielst du, solange du ein anderes offenes Samurai-Monster mit einem anderen Namen kontrollierst, kannst du einige Sätze Zauber oder Feinkarte zerstören. Dieses Monster kann während des Spielzugs, in dem der Effekt benutzt wurde, nicht angreifen. Falls diese Karte zerstört werden würde, kannst du stattdessen ein anderes 6 Samurai-Monster zerstören, das du kontrollierst. Jetzt kriegt er eine Bushido-Zähmarke auf diese Karte. Das kann die Karte. Ich glaube, da kann er eine Karte ziehen, wenn er 2 entfernt. Und er zerstört einfach mein Monster mit einer Zauberkarte. Das ist nicht gut, jetzt kann er mich direkt angreifen. Allerdings hat er sein Monster in die Verteidigungsposition gesetzt. Oh, jetzt spielt er ein anderes in die Angriffsposition.
Misagi. Solange du ein anderes Sechser-Räumer mit einem anderen Namen kombinierst, kann diese Karte zweimal während derselben Battlefields angreifen. Oh nein, falls diese Karte zerstört werden würde, kannst du stattdessen ein anderes Sechser-Räumer zerstören, das du kontrollierst. Oh Gott, böse, böse, böse. Eine zweite Bushido-Zell-Marke kriegt er. Das würde wahrscheinlich... Jawohl. Jetzt zieht er eine Karte, glaube ich. Jawohl. Oh, zwei sogar. Verdammt. Für jede Bushido-Zell-Marke kann er eine ziehen. Und jetzt greift er mich zweimal mit diesem Monster direkt an. Das reduziert unsere Lebenspunkte noch weiter. Oh nein. Böse. Ja, jetzt haben wir nur noch 1200 Punkte. Was macht die Karte? Oh, das ist ein Schnellzauber. Okay, wir haben verloren. Es ist ja immer noch die Battle Phase. Bietet zwei offene 603 Monster als Tribut an. Beschwöre einen großer Shogun-Stieren als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Jetzt, ja, jetzt wird er seine zwei Monster opfern, seinen Shogun spielen und uns direkt angreifen und uns sofort besiegen. Im dritten Zug. Das ist großer Shogun Shien. Falls du zwei oder mehr sechs Samurai-Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Dein Gegner kann in jedem Spielzug nur eine Zauber- oder Feindkarte aktivieren. Falls diese Karte zerstört werden würde, kannst du stattdessen ein anderes sechs Samurai-Monster zerstören, das du kontrollierst. Das würde mich damit direkt angreifen und das Duell beenden. Im dritten Zug. Krass. Ich habe mich gerade erst aufgebaut und er hat mich schon erledigt. Das war das kürzeste Duell, was ich je als Let's Play aufgenommen habe. Im dritten Zug schon vorbei. Okay, ich glaube, ich nehme mein Invincible Fortis Deck, denn mein Invincible Fortis Deck hat den Vorteil, dass es viele Monster mit einer hohen Verteidigungskraft beinhaltet. Das ist wahrscheinlich strategisch besser als das Zombie-Deck. Genau, der Gegner wird auch sehr viel auf Spezialbeschwörung spielen. Das heißt, ja, ich muss mich vor seinen Monstern verteidigen. Und dann wie ein Phönix aus der Asche zurückkommen und ihn mit meinen Statuen das Leben schwer machen. Das ist natürlich ein unfairer Vorteil für den Gegner, wenn er mit 4000 Lebenspunkten startet. Allerdings kann man so sein Duellskill verbessern, wenn man mal im Nachteil ist. Also ich beginne jetzt mal als Zweiter, damit er seine ganzen Shogun-Monster gleich raushaut. Oder seinen ganzen 6 Samurai-Monster, sagen wir es mal so. Ach übrigens, wenn wir schon über Shogun und Samurai reden, das Shogun-Let's Play muss ich leider pausieren, da meine Grafikkarte momentan kaputt ist. Und ich muss mir eine neue besorgen und das dauert natürlich, bis ich eine neue Grafikkarte habe. Ich muss mir erst bestellen und die muss dann geliefert werden. Erst dann gibt es wieder einen neuen Shogun-2-Part. Ja, er spielt gleich seine stärksten Monster in ihrer Position. Jetzt übertreibt's halt! Drei Monster im ersten Zug, darunter zwei mit 2000 Angriffspunkten. Übertreibt's voll. Er spielt gleich seine ganzen Handkarten. Und jetzt bräuchte ich einfach nur einen Blitzeinschlag. Aber ich habe keinen. Oh. Aber ich kann Hammerschuss benutzen, damit kann ich seinen Shien kaputt machen. Aber der hat doch irgendeinen Effekt, was Zauberkarten annulliert, oder? Kann das sein? Ja, verdammt. Und ich sag's auch noch. Erst denken, dann ziehen. Scheiße. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Warum kann ich magische Hammer nicht benutzen? Wegen dem Effekt seines Shoguns oder wie jetzt? Oh, das ist doch unfair. Das ist fett unfair, sein Deck. Soll man da vorbeikommen? Die verdeckt. Dann das hier. Kann die ja, Tatsache, ich kann nur eine Zauber- oder Feindkarte wegen seines Shoguns spielen. Und der hat gerade meinen Effekt annulliert durch den Effekt. Verdammt. Das ist echt nicht schön. Jetzt würde mich wahrscheinlich wieder plätten im dritten Zug.
Hamon. Einmal pro Spielzug, solange du ein anderes Sexual-Monster mit einem anderen Namen kontrollierst, kannst du eine offene Zauber- oder Feindkarte zerstören. Dieses Monster kann während des Spielzugs, in dem dieser Effekt wurde, nicht angreifen. Falls diese Karte zerstört werden würde, kannst du stattdessen ein anderes Sexual-Monster zerstören, das du kontrollierst. Es aktiviert irgendeinen Effekt und zerstört meine zwei Karten und dann wird er mich einfach direkt angreifen, vermute ich jetzt mal. Er greift mich mit dem Großmeister direkt an. Gut, ich will den Effekt des Shoguns mal annullieren hier. Das heißt, ich gebe jetzt einfach mal das Monster auf seine Hand zurück. Ja, sein Großmeister ist stärker als meine Statue. Aber ich kann nichts anderes machen. Oh nee, wieder ein direkter Angriff. Und er spielt den einfach normal. Aber immerhin konnte ich verhindern, dass er mich mit dem Monster angreift. Oh, der hat so ein böses Deck. Okay, wir haben wieder verloren. Verdammt. Ja, und wir können nicht vor dem fünften Zug aufgeben. Das ist halt so. Das heißt, ich muss jetzt einfach meine Endphase wenden. Jetzt würde mich wahrscheinlich ownen. Aufregen tue ich mich hier nicht, weil mir schon klar war, dass wir ein paar Mal gegen den verlieren werden. Weil ich auch privat sehr häufig gegen ihn verloren habe. Am besten mache ich jetzt so, dass ich mir ein paar Karten im Shop kaufe. Hoffentlich Blitzeinschlag, weil die wird uns sehr helfen. Gehen wir mal zurück zum Startbildschirm. Fortfahren. Und dann World Championship. So, kaufen wir uns hier ein paar neue Karten. Ich weiß nicht, in welchem Booster Blitzeinschlag ist. Da kann ich nur raten. Ich nehme jetzt einfach wieder Dark Beginning One. Wir haben nicht so viel Geld, wir haben ja im letzten Part auch ein paar Karten gekauft. Das heißt, wir können uns jetzt momentan nur 3 Packs leisten. So, hoffentlich sind es gute Karten. Naja, naja, okay, naja. Reißender Tribut. Ach, die haben wir ja schon, okay. Top the Gear, die ist leider verboten. Können wir also nicht benutzen. Aha, Maske der Brutalität ist gut. Waffenstillstand mit Zweite und Senji. Naja, okay, am besten mache ich es so, dass ich mir jetzt ein eigenes Deck aufbaue. Wollte ich sowieso mal machen. Denn ich will nicht nur mit Structure Decks in diesem Spiel spielen, sondern auch meine eigenen Decks mal benutzen. So, beim Deckaufbau ist es wichtig, dass man, ja, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, 50% Monster hat und 25% Fallen und 25% Zauberkarten hat. Das heißt, die funktionieren erst mit den Monstern. So, wenn man sich ein Deck erstellt, muss man darauf achten, dass man viele 4er Monster drin hat, also viele Monster Stufe 4 und wenig Monster Stufe 5 bis 12. So, am besten fängt man so an, indem man sich ein starkes Monster aussucht. Ich gehe jetzt mal auf Stufe über, was weiß ich. Und dann versucht man, das ganze Deck auf dieses eine Monster aufzubauen. Ja, leider haben wir gar keine so guten Monster der Stufe 8+. Und selbst wenn wir welche haben, dann sind sie verboten. Der hier zum Beispiel. Feuchtigkeitskreatur, falls diese 3 Monster Spiel für Zauber ist zu gut, zerstöre alle Zauber oder Feindkarten. Okay, ich glaube, ich baue mir ein Deck auf. Man kann sein Deck auch anders aufbauen, und zwar auf eine spezielle Spielmethode.
Und zwar spiele ich jetzt darauf, Monster von ihnen zu zerstören. Das heißt, ja, ich hau jetzt viele Karten rein, die Monster zerstören, natürlich, ne? Logischerweise. Zerstöre Monster. So, fangen wir an mit den Stufe 4er Monstern. Schauen wir mal nach, wie viele wir davon haben. Das Känguru, falls diese Grantika eines Monsters, das diese Monster angreift, niedriger sind. Moment, ich muss mir kurz durchlesen und überlegen. Ach so. Ah, verstehe. Also wenn das Monster angegriffen wird und weniger Punkte hat als 1700, wird es zerstört. Die ist ziemlich nützlich. Ich hau ich rein. So, Fred. Entferne zwei Lichtmonster an dem Friedhof aus dem Spiel, um ein offenes Liegenmonster auf dem Friedhof mit einer höheren ATK als diese Karte aus dem Spiel zu nehmen. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen. Okay, das ist nützlich. Allerdings brauchen wir zwei Lichtmonster. Und wir haben nicht so viele Lichtmonster, glaube ich. Ja, Tatsache. Jetzt zu Fuma. Falls diese Karte mit einem Monster vom Typ Unterwelt oder Zombie kämpft, zerstöre das Monster am Ende des Damage Steps. Ja, der Gegner setzt allerdings Kriegermonster ein. Moment, Kriegermonster! Gibt es vielleicht Anti-Krieger-Karten? Da gibt es bestimmt welche. Es gibt ja für fast jeden Typ Anti-Karten. So, dann gehe ich mal auf Zerstöre, Zerstöre, Zerstöre. Na, Zerstöre. Wo ist Zerstöre? Da, hier, Zerstöre Monster. So, Angebote an die Verdammten. Anhaltender Zerstörungshieb. Wenn die ATK ist, dann wird es niedriger als die Defense. Da fällt mir jetzt was ein. Okay, ich habe eine Möglichkeit. Ich lade jetzt Invincible Fortis. AK ägyptischer Zorn. Hau jetzt mal die hier raus. Und welche ist auch fehl am Platze? Ich glaube, davon brauchen wir eigentlich nur eine. Sandmord hau ich auch mal weg. Dann nehme ich die hier auch noch raus. So, und tue jetzt die Zerstörerkarten rein, die ich hier habe. Und zwar genau die hier. Die ist nützlich. Die ist nützlich. Halt! Mist, was habe ich jetzt gemacht? Egal. So. Dann brauche ich noch einen reißenden Tribut. Habe ich den schon drin? Nein, okay. Ah, die ist auch nützlich. Die ist sehr nützlich. Die habe ich schon sehr häufig benutzt. Hey, Kibio Drake Mord. Das ausgerüstete Monster kann nicht angreifen. Zerstöre das ausgerüstete Monster am Ende des zweiten Spielzuges seines Beherrschers. Nachdem diese Karte aktiviert wurde, zu diesem Zeitpunkt wird diese Karte auf die Hand ihres Besitzers zurückgegeben. Die ist sehr nützlich. Zerstöre eine offene Karte auf dem Spielfeld, deren Effekt die Effekte von feinen Karten annulliert. Perfekt gegen seinen Shogun. Und eine hau ich noch rein und das wird die Reißenattribut feinen Karte sein. Genau. So, habe ich noch ein paar verbotene Karten, die ich vielleicht noch reintun kann. Die hier hau ich noch rein. Dann die hier. Deck of Probanden, nein. Dann die hier noch. Gut, jetzt haben wir zwar 43 Karten, aber auch mit 43 Karten ist man immer noch in einer guten Balance. Gut, ich probiere es jetzt einfach mal nochmal. Und wenn ich scheitern sollte, dann beende ich den Part jetzt dann auch schon und kaufe mir offscreen ein paar neue Karten.
Da werde ich hierfür, ja, oder ich mache so, ich sammle ein paar DPs, damit wir neue Karten sammeln können, offscreen dann, genau. Weil ich glaube, wir brauchen endlich mal mehr Karten. Wir haben jetzt momentan nicht so viele Karten zur Verfügung. Und ich möchte das nicht im Let's Play machen, denn das wäre ein bisschen langweilig, glaube ich. Ich mache es zuerst fertig, ja. Okay, probieren wir es nochmal. Und wenn ich scheitern sollte, dann ja, beende ich den Part mal schnell, weil ich glaube, dass wir nicht so schnell weiterkommen werden, ohne ein richtig gutes Deck, was er hat. Denn um den zu schlagen, muss man schon ein sehr gutes Deck haben. Er spielt wieder 6 Samurai für 1. Er möchte wieder ein paar Bushido-10-Marken einsammeln. Sanji, die habe ich auch in Real Life. Solange du ein anderes 6 Samurai Monster mit einem anderen Namen kontrollierst, zerstöre am Ende des Damage Steps jedes Monster, das von dieser Karte angegriffen wird. Falls diese Karte zerstört werden würde, kannst du stattdessen ein anderes 6 Samurai Monster zerstören, das du kontrollierst. Er kriegt eine Bushido-Zellmarke. Ja, ich könnte ihn jetzt einfach mit Hammerschuss zerstören. Ja, ich muss ihn sogar zerstören. Weil er kann ja dann 6 Samurai-Monster spezial beschwören, wenn er ein anderes auf dem Feld hat. Also du musst weg. Gut, ich spiele jetzt meine Riesenratte und greife ihn direkt an. Und wenn die Riesenratte zerstört wird, dann kriegen wir ein anderes Monster von unserem Deck, falls er die zerstören sollte. Und dann ja, haben wir wieder ein Mittel zur Verfügung, mit dem wir ihn dann angreifen können. Und notfalls können wir den auch dann im nächsten Zug opfern und unsere Wächter-Sphinx beschwören. Die wirklich sehr nützlich sein wird. Oder er zerstört auf. Er zerstört sie einfach mit Aufschlagen. Gut, er kann uns jetzt einmal direkt angreifen. Er kriegt eine Bushido-10-Marke. Jetzt zieht er eine Karte. Hä, warum zwei? Er hatte doch nur eine Bushido-10-Marke drauf, oder? Oder hatte der zwei? Ich weiß es nicht, hab nicht genau darauf geachtet. Oh je, unsere Lebenspunkte reduzieren sich runter auf 2300. Jetzt brauche ich eine Verteidigungsstrategie. So, wenn er jetzt seinen Shogun spielt, dann haben wir keine Chance mehr. Außer wir ziehen eine passende Karte dann. Oha, wieder diese OP-Karte. Ja, er hat die gezogen, jetzt kann er sie spielen. Und jetzt hat er zwei Samurai-Monster auf dem Feld, das ist böse, denn jetzt kann er ein anderes Monster spielen, nämlich den Großmeister, glaube ich. Bitte nicht. Nein! Okay, die kommen alle nicht an meinen Monster vorbei. Außer vielleicht mit dem Effekt. Ja, ich hab's gesagt. Die kommen nicht vorbei, außer mit dem Effekt. Bitteschön, da ist der Effekt. Mhm. Ja. Wieder kein langes Duell. Fünfter Zug dieses Mal. Aber ihr seht, wir überleben. Länger, immer länger. Erst waren es 3 Züge, dann waren es 4, jetzt sind es 5 Züge. Und woran liegt das? Ganz einfach. Wir brauchen ein viel besseres Deck. Und wie kriege ich ein besseres Deck? Indem ich mir neue Karten besorge. Und wie besorge ich mir neue Karten? Ich sammle DPs. Und wann sammle ich DPs? Offscreen. Und wann werde ich die haben? Im nächsten Part. Im nächsten Part werde ich... Ja, bis dahin... Wie viele DPs sammle ich dann ein? Sagen wir mal 10.000 DPs sammle ich dann ein. Dann kaufen wir uns mal richtig gescheite Karten. Und bauen uns daraus ein gescheites Deck auf.
Denn, ja, ihr seht, was abgeht. Wir überleben keine 5 Züge gegen die Übermacht der 6 Samurai-Monster. Ja, ich würde sagen, ich beende den Part jetzt schon an der Stelle. Normalerweise dauert der eigentlich länger, aber ich glaube, eine halbe Stunde sollte auch reichen. Und dann besiegen wir hoffentlich im nächsten Part mit einem richtig guten Deck den Gegner. Also bis dahin, ich wünsche euch noch was Schönes für den heutigen Tag und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Also macht's gut, euer Ankepi. Ciao.